Das ist ein ganz kraftvolles Bild für Demokratie. Uns damit auseinandersetzen, was in unserem Land los ist, was die Menschen hier bewegt. Und da ist es immer mal ganz gut, zurückzugucken, wo wir 1989 standen. Also das in Erinnerung zu rufen, was eigentlich die Leute damals ja, für Energien, sage ich jetzt mal, eingesetzt haben, um die Demokratie in den Osten zu holen. Und wir alle Hände voll zu tun haben, das zu erhalten und für unsere Kinder und Enkel weiterzuentwickeln. Alle Leute hier konsumieren die Medien, aber wenn man da drin arbeitet, wir haben eine Wahnsinnsverantwortung, das richtig zu machen. Der Journalismus ist ja eine der, und das wissen die Leipziger besser als viele andere, das ist eine der absolut fundamentalen Säulen der Demokratie. Wenn die nicht mehr da ist oder die nicht mehr glaubwürdig ist, dann haben wir Probleme. Das zweite Problem ist die Überwachung in Deutschland. Der BND ist hier aktiv, die NSA ist hier aktiv und das ist insbesondere für Geheimnisträger ein Problem. Also wenn ich jetzt nicht mehr mit meinem Informanten telefonieren kann, ohne dass das jemand mitbekommt, dann ruft er mich nicht mehr an. Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Artikel 4, Verbot der Folter. Solidarität. Der Folter oder unmenschlicher Artikel oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unserer Aufklärung. Religionen, Kulturen und Sprachen. Die Vielfalt der Religionen, Kulturen und Sprachen. Kunst und Forschung Freiheit. Sind frei. Freiheit. Asyl. Menschen. Gleichheit. Freiheit. Grundrechte. Menschenrechte. Mitmenschen. Mitmenschen. Mensch. Ich halte es heute fast für wichtiger als damals, heute hierher zu gehen und dabei zu sein, weil auch in Europa die Demokratie nicht in allen Ländern am besten bestellt ist. Demokratie steht nicht nur auf dem Papier, die muss erkämpft werden und das durch so eine Veranstaltung wie heute. Ich bin erstaunt und erfreut, dass so viele Massen hier sind, die mich schon auch überwältigt. Letztendlich kann man das nicht nur hier auf dem Fest leben, sondern man muss es halt versuchen, immer in den Alltag mit einzubringen.